Schönen guten mittlerweile Nachmittag. Freue mich, dass doch einige zu meinem Vortrag gekommen sind. Mein Name ist Freya Rügenberg und ich darf heute einen kurzen Vortrag über Bauprodukte aus mineralischen und biogenen Abfällen, hergestellt mit digitalen Fertigungsmethoden, halten, kurz Cash to Trash. Ich bin Chief Scientific Officer und Mitgründerin des Startups Parastruct. Und normalerweise ist man beim Startup nicht gewohnt, 20-Minuten-Vorträge zu halten. Ich glaube auch nicht, dass ich 20 Minuten knacken werde und hoffe auch, diese einigermaßen unterhaltsam gestalten zu können. Kurz zu uns, was macht Parastruct? Wir entwickeln Hardware-Lösungen zur Dekarbonisierung von Industrien, indem wir deren Abfallstoffe und Nebenprodukte nutzbar machen. Aber dazu kommen wir gleich im Detail. Zunächst mal kurz zu meiner Person. Ich habe eine Ausbildung in Chemie, also ich bin Chemikerin. Ich habe ursprünglich dieses Studium aus dem Grund ergriffen, weil wir in der Schule den Film Plastic Planet gesehen haben und ich mir dachte, vielleicht ist das Studium der Chemie ein passender Weg, dieses Problem zu bekämpfen. Ich bin dann allerdings im Laufe meines Studiums falsch abgebogen, habe mich dann auf anorganische Chemie und Festkörperchemie spezialisiert, habe dann aber herausgefunden, dass es eigentlich egal ist, weil es gibt ein sehr viel größeres Müllproblem als das Plastikmüllproblem. Und zwar spreche ich von den Abfällen der Bauindustrie. Also Aushubmaterialien und Abfälle aus Abbruch bzw. Bau machen den mit Abstand größten Anteil am Abfallaufkommen, zumindest in den entwickelten Ländern, aus. Ich muss Sie jetzt mit ein paar Statistiken quälen, aber ich verspreche, es wird kurz und schmerzlos. Hier sehen wir ein Beispiel aus Österreich. Im Spezielleren können wir uns in der nächsten Statistik die mineralischen Bauabfälle auch in Deutschland ansehen. Hier ein Beispiel exemplarisch aus dem Jahre 2020. Man sieht, in diesem Jahr sind etwa 221 Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle entstanden. Hauptsächlich sind diese Bauabfälle oder bestehen diese Bauabfälle eben aus Untergrund und Steinen. Die zweitgrößte Kategorie sind Bauschutt, dann kommt Straßenabbruch und zuletzt Baustellenabfälle. Wir sind hier ja auf der Recycling Technology Messe, das heißt, was interessiert uns jetzt? Aus welcher dieser Abfallkategorien werden nun die meisten Recycling-Baustoffe hergestellt? Hier sehen wir, es ist tatsächlich nicht die größte Kategorie der mineralischen Abfälle, sondern die zweitgrößte, und zwar im Bauschutt, also aus Bauschutt werden die meisten Recycling-Baustoffe hergestellt. Als nächstes folgt Straßenabbruch, dann Untergrund und Steine und nur ein kleiner Teil der Baustellenabfälle wird zur Herstellung von Recycling-Baustoffen verwendet. Wenn wir diese beiden Zahlen vergleichen, könnte man sagen, etwa 35% der mineralischen Bauabfälle werden oder kommen in Recycling-Baustoffen zum Einsatz. Aber zu diesem Zeitpunkt macht es Sinn, sich ein bisschen über die Bezeichnung Recyclingbaustoff Gedanken zu machen. Denn was bedeutet in diesem Zusammenhang Recycling? Ganz allgemein bedeutet Recycling eigentlich nur die Aufarbeitung zu Sekundärrohstoffen. Das heißt aber, dass dieser Sekundärrohstoff gegenüber der ursprünglichen Anwendung auch abgewertet sein kann. Und sehr häufig ist es bei Bauabfällen so, dass die stofflich-technischen Eigenschaften von den Bauabfällen in den daraus gefertigten Recyclingbaustoffen nicht komplett ausgeschöpft sind und Stoffkreisläufe eben nicht komplett geschlossen sind. Also man spricht eigentlich eher von Downcycling. Ich habe ja auch noch einen QR-Code angehängt für die, die immer noch nicht genug von Statistiken haben. Also diese Seite kreislaufwirtschaft-bau.de fasst sehr viele Statistiken aus diesem Baubereich zusammen, finde ich persönlich sehr interessant. Aber zurück zum Thema Recycling. Ja, wo werden Recyclingbaustoffe verwendet, beziehungsweise was gilt als Recyclingbaustoff? Wir sehen hier, der allergrößte Teil der Recyclingbaustoffe kommt im Straßenbau zum Einsatz. Das heißt, das, was als Recyclingbaustoff bezeichnet wird, wird häufig nur als Unterfüllung im Straßenbau eingesetzt. Die zweite Kategorie ist Erdbau, also auch im Prinzip Auffüllung von Substanz. Die dritte Kategorie ist dann Asphalt- und Betonproduktion. Das heißt, dass zum Beispiel grobkörnige Fraktionen aus dem Abbruch oder aus Bauschutt wieder als grobkörnige Aggregate in Recyclingbeton angewendet werden.
nur etwa 5% dieser Recyclingbaustoffe sind andere, also könnte man sagen, höhere Anwendungen für diesen Bauschutt. Genug von den Statistiken, jetzt kommen wir zu ein paar schönen Bildern, und zwar zu unserer geografischen Herkunft. Also Parastruct hat seinen Ursprung in der schönen Stadt Innsbruck. So hat es auch vor kurzem bereits ausgesehen, wir hatten dieses Jahr schon Schnee. Also Innsbruck, schöne Bergstadt. Leider wird die schöne Berglandschaft aber auch von solchen Bildern unterbrochen. Hier sehen wir beispielsweise eine Deponie des Brennerbasistunnels, der ja größte Tunnelverbindung für Züge in, ich glaube, auf der ganzen Welt dann in Summe sein wird, wenn es dann fertiggestellt wird. Und beim Bau dieses Tunnels fallen so große Mengen an Aushubmaterial an, dass damit teilweise ganze Täler aufgefüllt werden. Das ist kein Witz. Das wollen wir natürlich ändern. So viel zu unserer geografischen Herkunft, nun zu unserer fachlichen Herkunft. Angefangen hat die ganze Geschichte von Parastruct bereits vor etwa 9 Jahren, wo mein Mitgründer Georg, der heute auch hier ist, im Bereich 3D-Druck für den Bau gearbeitet hat. Er hat im Zuge dieser Entwicklung von großformatigen 3D-Druckern für den Bau festgestellt, dass bestimmte 3D-Drucker ein besonderes Potenzial zur Abfallstoffverwertung haben. Allerdings hat sich jetzt der Fokus mehr und mehr auf Baumaterialien gerichtet, weil wir dadurch einfach mehr Masse verarbeiten können. Und es handelt sich ja hier um große Abfallmassen. Und eben auch mehr auf diesen Aspekt, wie können wir diese Materialien recyceln. Denn das Problem ist, Baumaterialien allein sind für etwa 66% des globalen Müllaufkommens verantwortlich und für 16% der globalen CO2-Emissionen. Gleichzeitig besteht aber auch in der Bauindustrie Rohstoffmangel. Das betrifft natürlich nicht nur die Bauindustrie, sondern auch damit zusammenhängende Industrien wie Stahlproduktion und Rohstoffproduktion. Und all diese Probleme, also Überschuss an Müll und Rohstoffmangel, könnten dadurch gelöst werden, wenn wir mehr Kreisprozesse implementieren würden und Abfall- und Nebenprodukte besser nutzen wollen. Genau das wollen wir bei Parastruct tun. Wir sagen immer, we cash the trash. Das heißt, wir haben ein Recyclingverfahren entwickelt, mit dem wir zum einen mineralische Bindemittel reaktivieren können und zum anderen aber auch bislang unnutzbare Abfall- und Reststoffe, insbesondere zum Beispiel Feinfraktionen, wiederum als Füllstoffe einsetzen können. Hierbei können wir leicht zu verarbeitende Materialmischungen konventionell einsetzen, wie zum Beispiel als Schütt- oder Gussmassen. Wenn wir es aber zum Beispiel mit sehr feinkörnigen Fraktionen zu tun haben, wo es schwierig ist, diese zu handhaben, weil man natürlich immer die Gefahr von Staubexplosionen hat, Transport gestaltet sich auch als schwierig, dafür setzen wir immer noch speziell dafür hergestellte 3D-Drucker ein. Wie läuft dieser Prozess bei uns ab? In einem ersten Schritt beginnen wir mit einer Materialanalyse, wir nennen es unseren Proof of Concept, wo wir diese Abfallströme hinsichtlich Reaktivierbarkeit und Bindbarkeit untersuchen. Und hierbei arbeiten wir mit Standardlaborverfahren und mit unserer Materialplattform, wo wir mit unterschiedlichen mineralischen Bindemitteln arbeiten und eben schauen, wie sich diese Abfallströme in Zusammenhang mit diesen Bindemitteln verhalten. Aus diesen Materialmischungen, also aus diesen Rezepten, die wir entwickeln, können wir dann vollkreislauffähige Produkte und Materialien herstellen. Und dadurch, dass wir eben diesen Recyclingprozess für mineralische Bindemittel entwickelt haben, sind all diese Produkte vollkreislauffähig und können wieder ins Ausgangsmaterial zurückverwandelt werden. Ja, was sind die Impacts von dieser Lösung? Im Vergleich zur Primärbereitstellung von mineralischen Bindemitteln können wir erhebliche CO2-Einsparungen realisieren. Wir können natürlich Rohstoffextraktion einsparen, weil wir eben bereits vorhandene Abfallstoffe als Input verwenden. Gleichzeitig können wir natürlich auch Deponieraum einsparen, weil wir verhindern, dass Material deponiert wird. Wir wollen aber auch kostengünstige Produkte fertigen und somit einen breiteren Zugang zu einer nachhaltigen Architektur ermöglichen. Und zuletzt ermöglichen wir auch Kosteneinsparungen für Unternehmen, die durch diese Abfallströme ja bereits Kosten haben. Es geht aber nicht nur um Kosteneinsparungen, sondern es soll ja auch um Gewinne gehen.
Und Roland Berger schätzt den Markt für kreislauffähige Lösungen im Bauwesen auf etwa 600 Milliarden mit dem größten Anteil auf erneuerbare und recycelte Materialien. So, was sind es jetzt für Materialien, mit denen wir arbeiten oder was für Produkte können wir daraus herstellen? Als ja, Eingangsmaterial können wir eben mineralische Stoffe, wie zum Beispiel Gesteinsmehle, aber auch inhomogene Abfallstoffe oder Abbruchmaterialien, zum Beispiel von Baustellen, verwenden, aber auch biogene Abfallstoffe, wie zum Beispiel Holzmehle, Hanfmehle und so weiter. Und gerade wenn wir große Mengen verarbeiten wollen, dann stellen wir daraus eben konventionelle Mischungen her, die sich dann zum Beispiel eben zu Schutt- oder Gussmassen verarbeiten können. Und daraus könnte man dann beispielsweise eines unserer Produkte herstellen, Biofloor. Es ist ein nachhaltiger Unterbodenaufbau, der in diesem Fall zum Beispiel aus Holzabfällen und unserem recycelbaren Bindemittel hergestellt wird. Biofloor kann nach Ende seiner Lebenszeit auch wieder rückgebaut und recycelt, also aufgearbeitet und als Sekundärrohstoff eingesetzt werden. Anstelle von Holzabfällen können wir auch andere landwirtschaftliche Abfälle oder Nebenprodukte einsetzen. Und als Bindemittel arbeiten wir eben mit CO2-armen Bindemitteln, die zum Teil auch aus Nebenprodukten oder Abfällen unterschiedlicher Industrien, wie zum Beispiel der Feuerfestindustrie, gewonnen werden können. Wie bereits erwähnt, wenn wir es mit besonders feinkörnigen Stoffen zu tun haben, haben wir spezielle Pulver-3D-Druckverfahren entwickelt, mit denen auch diese Materialien verarbeitet werden können und gebunden werden können. Das heißt, es eignet sich eben vor allem für sehr feine Korngrößen, wesentlich kleiner als 2 mm. Hier können wir natürlich durch den Einsatz additiver Fertigung auch noch zusätzliche Materialeinsparungen realisieren. Und daraus lassen sich dann natürlich ganz tolle 3D-gedruckte Produkte herstellen. Ein erstes Produkt, das wir bereits auf dem Markt getestet haben, ist eine voll kreislauffähige Schalung für den Spezialformenbau. Die kann zum Beispiel für die Herstellung von Betonfertigteilen, aber auch für die Herstellung zum Beispiel von speziell geformten Fassadenplatten eingesetzt werden. Die Platten, die wir hier auf den Bildern sehen, das war beispielsweise ein Projekt, in dem es darum ging, strukturell diversifizierte Fassadenplatten herzustellen, die den Urban Heat Island Effekt in Städten reduzieren. Wie gesagt, mit 3D-Druck kann man aber natürlich auch alle anderen Formen realisieren. Man kann Hinterschneidungen realisieren, man kann dekorative Elemente herstellen, Akustikpaneele, was immer das Herz des Architekten oder der Architektin begehrt. Unsere Kunden kommen aus ganz unterschiedlichen Industriezweigen und sie interessieren sich eben entweder für die Verwertung ihrer Abfälle und Nebenprodukte oder eben für die Anwendung der kreislauffähigen Bauprodukte, wie zum Beispiel unserer Schalung EcoMold. Und zwei Kunden haben hierbei bereits ein Proof of Concept für die Materialien bestellt und befinden sich praktisch in unserem Sales Cycle. Das Businessmodell ist B2B und basiert auf Lizenzierung. Das heißt, zu Beginn der Geschäftsbeziehung verdienen wir durch diesen Proof of Concept für die Materialströme und danach bietet unsere Technologielizenzierung breiten Zugang zu unserer IP, zu grünen Baustoffen und auch grünen Zertifikaten. Hier sehen wir nochmal die drei Gründer, Gründerinnen. Also wir sind, kommen alle aus einem recht technischen Bereich. Georg ist Bauingenieur, ich bin Chemikerin. Hilian ist Materialingenieur. Insgesamt besteht unser Team aktuell aus 9 Leuten. Großteil davon sitzt in Innsbruck. Ich allerdings bin in Berlin und bereite dort die Gründung eines Sitzes in Deutschland vor. Wir sind auch auf der Suche nach einem Investment. Ist, glaube ich, hier nicht ganz die richtige Audience, aber vielleicht kennt ja jemanden. Wir möchten gerne weiter wachsen und vor allem unabhängiger von öffentlichen Projekten und Förderungen werden, die aktuell unsere größten Geldgeber sind. Ganz zuletzt, wie kann man uns helfen und wie kann man auch zusammenfassend einfach dazu beitragen, dass Recycling im Bauwesen befördert wird? Naja, zum einen sollte es einheitlichere Regeln und auch mehr Rechtsverbindlichkeit geben, was die Entsorgung von oder das Recycling von Bauabfällen angeht. Also einfach das Deponieren in der freien Natur sollte wirklich auch rechtlich schwieriger oder verboten werden.
Zum anderen natürlich bessere Trennmethoden führen auch dazu, dass sich Materialien wieder einfacher als Rohstoff einsetzen lassen. Andererseits kann ja auch von vornherein dazu beigetragen werden, dass Gebäude wieder besser rückgebaut werden können. Das kann zum Beispiel durch modulares Bauen oder durch Konzepte wie BIM erleichtert werden. Und zuletzt wäre es natürlich auch förderlich, wenn es eine höhere allgemeine Akzeptanz für den Einsatz von Recyclingbaustoffen in der Bauindustrie geben würde. Ich glaube, da geschieht aktuell viel, aber da kann auch noch sehr viel mehr passieren. So viel zu Recycling von Baustoffen und zu unserem Ansatz. Wie gesagt, Gründung in Deutschland ist anstehend. Ich hoffe, wir werden hier noch einige Partnerschaften finden und wenn es irgendwelche Fragen gibt, meldet euch gerne bei mir und ich danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja? Ja, also natürlich konventionelle Verfahren, damit kann man ungleich größere Mengen schneller umsetzen. Aber die 3D-Drucker, die mein Mitgründer entwickelt hat, das waren wirklich großformatige 3D-Drucker mit einem Bauvolumen von etwa 10 Kubikmetern, also Riesendinger. Die haben einen Durchsatz von 2 Kubikmetern pro Stunde in etwa. Dazu kommen noch Curing Times, also Setzzeiten, sodass man damit eigentlich innerhalb eines halben Tages einen Durchgang an Produkten herstellen kann. Und danach muss es halt noch in etwa einen Tag, je nach Bindemittel, je nach Abbindgeschwindigkeit, muss das noch sitzen. Aber innerhalb von einem Tag kann man damit im Prinzip 10 Kubikmeter Material umsetzen. Ich würde sagen, diese riesen großformatigen 3D-Drucker sind wahrscheinlich nicht das, was am praktikabelsten ist. Ich glaube, modulare Lösungen mit kleineren 3D-Druckern, wenn man in den 3D-Druck gehen möchte, macht mehr Sinn, weil man kann ja auch ein 10 Kubikmeter Bauteil nicht gut handeln. Das heißt, ich denke, hier ist es sinnvoller, mehrere kleine in parallel zu schalten, wenn man wirklich solche Teile 3D drucken möchte. Noch was? Okay, vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch.